Und dann gucke ich mal in die Stunt City rein, weil ich glaube, da kann man eigene Sachen bauen. Ich will nur mal sehen, wie das aussieht. Das ist richtig gut zu bedienen sein. Seht ihr, wie viel man? 125 benötigter Rang. Was sind wir denn? Ich bin noch 138. Ach, man geht nach oben. Dann machen wir einfach mal. Ja, da können wir das machen. Das Triad. Ja, weg damit. Ach, muss ich ja proben. Ich will nicht proben. Warum muss ich denn jetzt proben? Weg damit. Wir sind doch Profis. Wir sparen Geld, wenn wir nicht proben. Aber wir müssen jetzt so eine Seitendrehung machen, wo du wahrscheinlich so halb ja. Das erinnert mich so an Burn of Paradise, weil da gab's. Oh, Jesus. Wenn man das hier. Yeah. Oh, Jesus. Ja, zählt das? Das zählt nicht? Den muss er, glaube ich, komplett durch sein. Du musst wahrscheinlich irgendwie gegenlenken. Damit du wirklich fährst eine Weile. Oder nicht so krass Gas geben, rollen vielleicht. Ne? Ja, das ist. Ja. Ja, und jetzt? Robin muss einfach kein guter Stuntman. Also so ein bisschen nach rechts lenken, aber dann auch wieder nach links. Ja. Genau, ich muss halt nach rechts lenken, um nach links dann zu kommen. Das ist das Verwirrende, wenn man auf diesen zwei Rädern ist. Ach, das ist doch, oh Gott, das wird, wie soll das denn in so einem Ding funktionieren? Das sind halt die wir, da kriegen wir halt Kreuze für. Zählt das? Nope. Das zählt du nicht! Du musst so komplett durchfahren. Ja, fickt euch doch. Ja, das wird nix. Holy shit, was? Vielleicht, also ist jetzt die Frage. Kann man sich das nicht einmal zeigen lassen? Ich meine, wir haben das Tutorial geskippt, deswegen. Ja, ich starte das nochmal neu, damit das nochmal in die Zwischensequenz kommt. Oh Mann. Weil wir müssen uns das mal kurz anhören, was sie da sagen, weil ich will das schon gerne können. Dann gehe ich nochmal kurz vorhin. Auch für echt. Ja, ja, du mit deinem Auto. Der nächste Stunt ist für die Creek-Jungs. Du rast zum Rathaus um. Ach so, und jetzt haben wir das total übersprungen. Das Zweirad. Scheiße. Haben wir jetzt die Probe übersprungen? Aber der 180er Drift. Nach der Linkskurve musst du mit genug Schwung ankommen. Ich höre mir das trotzdem mal an. Vielleicht sagt er trotzdem noch was dazu. Passierst. Es ist knifflig, den Drift an der richtigen Stelle anzusetzen. Ärger dich nicht, wenn du es wiederholen musst. Alter, wenn du dies. Okay, anscheinend muss ich hier gar nicht. Hä? Psst, du bekommst die Telefonnummer von seiner Schwester. Die ist bestimmt voll heiß. Ist die hot? So, war das ein guter Drift? Nee, schade. Hier hättest du schon auf zwei Rädern fahren müssen. Was? Ja. Was? Wo? Ja. Ich hab's gar nicht gesehen. Oh Gott. Ich glaube, du hast bis hierhin hast du jeden verpasst. Ja, mach's kaputt. So? Oh Gott. Ah! Ja, ach Mann. Das ist ganz schön schwer, das Spiel. Für den Weißabgleich weggehauen. So, pass auf, hier relativ am Anfang ist direkt. Das hat gar nicht genug Speed. Hier rechts die Rampe ach lang. Ach so. Oh, das hat ja fast geklappt. Man muss halt quasi. Ja, man muss so links, rechts so balancieren. Ja, aber es ist so, als ob du so ein Power-Down bekommen hast, wodurch du deine Lenkung umgedreht wurde. Du musst halt nach links so lenken. Also ich muss das quasi umdrehen. Ja. Das ist so verwirrend zu erklären. Wie komme ich denn hier so? Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Okay. So, ich muss halt jetzt nach rechts und dann muss ich nach links und dann gehe ich wieder nach oben. Oh, nice! Hat's gezählt? In der Probe nicht, aber hier ja. Es hat gerade gezählt. Na gut. Du bist doch direkt nominiert worden für etwas. Wenn ich halt auf den linken Rädern fahre, ne, will ich ja eigentlich nach rechts lenken, um dann nach unten wieder zu kommen. Ja. Weil ich ja mit den rechten. Aber nee, du musst nach links. Genau, aber ich muss nach links lenken, um mit dem rechten Ding nach unten. Ja, ja. Das ist verwirrend. Ich bin wieder da. Hallo. Das war sehr gut. Das ich habe gerade so ein Zweirad-Ding geschafft. Ja, 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 du hast vorhin auch schon mal eins Probe hat es nicht geklappt. Aber nee, hier komplett habe ich noch eins. Nee, doch, eins. Noch. Ach nee, komplett. Ich habe eins hast du schon. Ja, ich habe einmal eins komplett geschafft. Oh, nice. Die armen Hühner. Cool. Sehr läuft es überraschend okay. Ja, beim ersten Mal lief es gar nicht. Jetzt ist was war? Ha? Jetzt bin ich begeistert. Jetzt? Ja! Alter! Da bin ich sehr zufrieden mit. Ich glaube, das war perfekt. Chicken Egg. Gib das 5. Alle Sterne? Ich habe keinen Kettenbonus bekommen. Also irgendwo. Ja, wahrscheinlich, doch, weil du gegen Scheiß irgendwas gegenfährst. 3 Sterne, Alter. Ich hätte dir 5 gegeben. Danke, 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 danke. Ich habe es nicht gesehen, aber ich gebe dir nur 4, damit du nicht abhebst. Da guck dir das an. Oh, ja. Oh, echt gut. Schön mit so einem Auto, wo fett 88 draufsteht, durch die Gegend fahren. Richtig schön. Richtig schön. In Amerika versteht er doch keiner. Da gibt's das. Soll ja auch Leute geben, die einfach nur dann geboren sind. Die kennen doch Hitler gar nicht. Venus. Auto Werbung freigeschaltet. Venus. Ist das von, also, Nebenjob? Was denn? Nichts?
Hier musst du ein brennendes Motorrad fahren, was Explosionen auslöst, wenn du an Propangastanks und anderen Fahrzeugen vorbeifährst. Im großen Moment rutschst du unter diesem Sattelschlepper her und entzündest ihn. Wenn ich schon lese, machen sie den 180er nicht zu spät, dann weiß ich, was genau passieren wird gleich. Ich weiß, was nicht passieren wird. Okay, das ist cool. Ghost Rider, wo ist Nicolas Cage? Ja, wirklich. Ha? Ja, oder auch Face-Off ist ja auch so. Ah! Oh, das war super cool. Oh Gott, was? Wo soll ich denn hin? Aktion! Warum? Da stand neue Film, ich habe irgendwas verpasst. Zu viele Strikes. Ja, das sind die X'e. Also ja, das weiß schon, was ein Strike ist, aber warum? Aber es wirkte gut. Ich habe irgendwas verpasst. Achso, ich darf nur einen Fehler machen, daran liegt's. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Dann hast du, glaube ich, zu spät gedrückt, das kann sein. So. Und so. Ach da, ich muss, das war's. Und dann gibt dir der erst ganz zum Schluss, das ist, na, das ist doch dumm. Hey, was? Nein, das war ja der. Ich hab da stand direkt danach dann neu filmen. Ich dachte, das wäre bei einem anderen. Oh, wow. Oh. Yes. Also so ein bisschen Trials. Ja, das ist wirklich ein Trials-Level. Der hat die Taste selbst schon drücken müssen. Oh. Ja. Doink. Das ist wie ein Ride to Hell. Where's he? Where's he go? Aber das finde ich cool, das ist gerade so eine Show. Ja. Ja, ja. So eine völlig realistische alles explodiert Show. Ach, sowas machen doch die Amis. Die verrückten Amis. Nicht wissen, wer Hitler ist, aber. Aber sagt mir nicht sprengen. Ja, ich habe ein sehr bestimmtes Bild von den Amerikanern. Och, Hauptsache was als. Sehen Sie sich den das an. War gerade fast sehr knapp. Zu spät. Das war extrem knapp. Das war gerade genau das, was uns... Du brennst auch die ganze Zeit, das finde ich immer super lustig. Ach so, du machst hier Boost. Ja, ja. Sehr gut. Nein. Und Feuerwerk jetzt auch noch. Das ist wirklich, das Spiel ist cool. Ist das nicht sehr realistisch aussehendes Feuerwerk? Guck mal, diese 2D-Häuser da hinten. Ja. Ah, das ist Stunt City. Das heißt, man kann hier dann wahrscheinlich selbst auch... Stunts machen. Ja, Sachen ja. Aber das heißt, du kannst keine Sets bauen, sondern du brauchst einfach nur Sprungschanzen. Ja, ja, ja. Genau. Also wäre auch komisch, wenn du Sets bauen könntest. Das wäre sehr komplex. Ja, aber manchmal sind ja so Spiele, wo man so denkt, ah, ihr habt sehr viel gewollt. Hierfür brauche ich auch Sterne, okay. Ich will zu 125 kommen. Das machen wir, das kriegen wir noch hin. Wo ich noch zwei oder drei fahre. Das kriegen wir noch hin. Was? Habe ich gerade geklungen wie er oder was? Wie kommst du jetzt auf diesen Vergleich? Macht dich euch nicht über mich lustig, Freunde! Freunde! Freunde, bitte doch nicht über mich lustig! Dann überholst du den Night Avenger links. Ja, das merken wir uns alles. Oh, das sah aus wie ein Batmobil. Mhm. Das ist so ein Superhelden-Scheiß, ne? Das ist ein Werbeclip hier jetzt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Das, was ist, nee, das ist wirklich Batmobil. Das ist das Holy Batmobil. Shit. Da dürfen die das einfach. Dürfen nicht, die einfach hier. Entschuldigung, dürfen wir das? Nein, aber wir machen's. Das war ist früher Avenger. Bei vielen so. Ah, das ist eine Werbung für Night Avenger, den Film, den wir später drehen. Ja. Das ist sehr verwirrend. Siehe Ninja Gaiden. Also ist Night Avenger ist nicht. Eine sehr komische Story. Ist Night Avenger nicht hier Night Rider, sondern einfach Batman. Der Night Avenger ist. Wow. Oh, das kleine Clowns-Auto. Ich darf halt wieder keinen einzigen Fehler hier machen. Das ist nicht sehr einfach. Nee. Wir müssen alle mal zusammen die Tim Burton-Batman-Filme gucken, weil die Robin noch nicht gesehen hat. Was ist das mal machen? Habt ihr die Batman-News gesehen? Ja, ne? Bitte? Die Batman-News? Nee, was ist denn die Robert Batman-News? Robert Pattinson ist sehr wahrscheinlich der neue Batman. What? Ja. Robert Pattinson? Ja. Und das finde ich richtig gut, ehrlich gesagt. Ich bin zumindest interessiert, egal, weil das ist so ein, das ist so... Der ist ein richtig Out of Left Field. Oder was? Es ist das für den Matt Reeves Batman. Matt Reeves macht einen komplett eigenständigen The Batman. Oh, der mit nichts irgendwas heißt, zu tun hat. Was heißt echt dann The Batman? Der heißt The Batman, genau. Da The dreht Batman. Also das weiß man ja schon seit längerer Zeit, dass der das macht. Das war halt das, wo ursprünglich das, was ursprünglich Ben Afflecks Batman werden soll, wo er selbst dreht und so. Und da war er dann ja raus, weil er dachte, ich glaube, ich gar nicht so geil hier mehr für euch Batman zu spielen, weil ich keinen Bock mehr drauf. Und dann hat zuerst Matt Reeves das übernommen mit Ben Affleck, und dann ist Ben Affleck ja komplett raus. Und dann war jetzt die Suche. Und also zuerst war heute gestern Nacht die News, dass halt das durch ist, dass Robert Pattinson der neue Batman definitiv ist. Und das wurde jetzt von Hollywood Reporter heute Morgen geändert in der ist der mit Abstand wahrscheinlichste, der ganz oben auf der Shortlist ist und wo die Verhandlungen reisen. Oh und ich meine, Robert Pattinson ist halt ein hervorragender Schauspieler.
Wenn man irgendwas von ihm gesehen hat, außer Harry Potter und Twilight, wird das, glaube ich, bestätigen. Ah, fuck. Der ja ganz, ganz viel Arthouse-Scheiß gemacht hat die letzten Jahre. Ja, und genau deswegen bin ich gerade so ein bisschen skeptisch. Aber... Naja, also Arthouse-Batman fände ich mal ganz geil. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, dann hast du Tim Burton-Batman halt noch nicht gesehen. Das ist so ein bisschen... War das doch nicht Arthouse? Entschuldigung, Tim Burton, Batman. Der, also ganz Arthouse. Ehrlich, guck dir mal den Pinguin an und dann erzähl mir mal nicht, dass da richtig krass Arthouse-Shit drin ist. Nee, die Tim Burton-Batmans sind sehr, sehr speziell. Sind halt extravagant. Ja. Sind mir auch immer noch die liebsten Batmans. Absolut. Besser, lieber als Dark Knight? Das ja, ist doch verrückt. Ja, ihr ja, seid doch ja, verrückt. Ja, ja, ja. Ohne die Filme gesehen zu haben, seid doch verrückt. Ja. Vor allem der zweite Burton Batman. Das ist wahnsinnig stimmig. Also da, das ist ja das, was ich an den Nolan-Batmans einfach nicht so mag, ist, dass die Welt so völlig im Realismus verankert ist und Batman da komplett rausbricht. Und das ist in den Nolan-Dingern eben nicht so. Also ich hatte halt einmal die Feststellung gemacht. Also ich mag ja Batman Begins sehr gern und ich mochte Dark Knight, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, wahnsinnig gern. Also ich fand den Film wirklich fantastisch. Und als ich den vor ein paar Jahren nochmal gesehen habe, hat er mich teilweise ein bisschen gelangweilt. Da war ich sehr erschrocken von. Also ich habe ihn vor ein paar Jahren nochmal, also auch wieder 5 Jahre her oder so, oder dachte ich immer so, okay, das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Ja, vielleicht war ich in einer falschen Stimmung. Ich müsste das wahrscheinlich nochmal gucken. Ich liebe den sehr. Ich finde den sehr. Ich liebe den so sehr, wie ich Dark Knight Rises verachte. Ah. Aber ich finde... Martha! In Dark Knight sind schon so ein paar Sachen, die ich in Rises auch schon dann extrem gebracht wurden. Und das was denn? Ist so bei mir so ein bisschen die Schwierigkeit. Alter, wie lang das ist. Aber was denn? Krass, aber dafür, dass du noch nicht K.O. bist, ist gut. Dieses eine Huhn, was da gerade zerstört wurde. Aber das Ding ist, ich könnte auch total verstehen, wenn man, also ich glaube, dir wäre am Ende immer noch der Nolan-Batman lieber, Robin. Als der Burton-Batman. Ja, ich bin jetzt allgemein nicht der größte Burton-Freak. Ja. Ich finde das alles immer relativ, ja, okay. Aber ich muss sagen, ich habe auch viele schlechte Burton-Filme gesehen und wenige gute. Ich habe, was sind die besten, was würdet ihr als die besten Burton-Filme bezeichnen? Ja, Batman? Das sind so seine seine Animationssachen auf jeden Fall. Also, ja, ich meine, Nightmare Before Christmas ist ja nicht sein Film, das wird ihm ja immer falsch zugeschrieben. Ja, aber die Sir Henry Selick. Die sein Ed Wood Ästhetik. Ist doch auch von Burton, ne? Ed Wood ist ein super Film. Naja, Ed Wood ist auf jeden Fall dabei. Also ich würde schon auch der... Big Fish mögen viele Leute. Ja, alle ja ich habe aber schon ewig nicht mehr gesehen. Batman. Alle nicht und gesehen. Sweeney Todd finde ich super. Okay, ja, Sweeney Todd ist schon ein bisschen von ihm. Sweeney Todd liebe ich auch, ja. Sweeney Todd liebe ich wirklich.